trifft. Er hat in 72 Stunden mehr Schaden angerichtet als Conny in 5 Jahren ohne ihn. Das Flugzeug stürzte in meinem Land ab. Das war kein Unfall. Ich muss zur Absturzstelle und es beweisen. ICAO-Daten zeigen, dass es ein Flug von Castovia nach Sochi war. Kontakt brach in dieser Region ab. Das reicht mir. Du musst dort sein, bevor die Behörden eintreffen. Um die Behörden mache ich mir keine Sorgen. Viel Glück, Fahrer. Die Absturzstelle ist da unten. Ich sehe sie. Arme Seelen. Jemand war schneller. Russische Söldner. Konigruppe. Makarov. Er wird es uns zuschieben. Wir müssen rausfinden, was passiert ist. Unsere Unschuld beweisen. Die machen uns nicht zu Terroristen. Nie wieder. Was hast du vor? Ich gehe da runter. Fahrer, das sind mindestens 20 Söldner. Wie kann ich dir helfen? Überwachung. Gib mir von oben Deckung. Ja, Mann. Bist du in Position? Ja. Sehe mehrere Conny-Trupps, die das Wrack durchsuchen. Sie scheinen die Absturzstelle zu sichern. Die ULF war das nicht. Wir müssen etwas finden, um das zu beweisen. Laswell hat Signale im Gebiet gescannt. Wir können Passagierhandys aufspüren und nach dem Flugschreiber suchen. Verstanden. Bin dran. Ich sehe dich. Ich gebe dir Deckung und sag dir, was ich von hier sehe. Und damit willkommen zurück zu der COD Modern Warfare 3 Kampagne. Diese Männer sind in meinem Land nicht willkommen. Lass es sie wissen. Das habe ich vor. Dann kann ich weniger der Ärger macht. Eine weitere Open Combat Mission, wo ich natürlich auch kein Fan davon bin. Da müssen wir leider durch. Also hier ist das Flugzeug, was ja in der letzten Folge abgestürzt ist, wegen den Terroristen. Und hier können wir Informationen sammeln. Und vor? Was? Wer sieht mich denn schon wieder? Hab hier Vorräte von Conny gefunden. Nutze sie gegen sie, Kido. Das hab ich vor. Ach Digga, jetzt ist es wieder zu spät. Ja, wir lieben die KI. Naja, machen wir es kurz. Ich gebe dir Rückendeckung. Danke, Alex. Ehrenmann. Alex. Alex, bist du eigentlich blöd? Also nicht mal die Begleiter-KI will mitmachen. Sicher ist es. Laswell hat Signale im Gebiet gescannt. Wir können Passagierhandys aufspüren und nach dem Flugschreiber suchen. Verstanden. Bin dran. Ich sehe dich. Ich gebe dir Deckung und sag dir, was ich von hier sehe. Das Fort ist in Sicherheit, aber pass trotzdem auf. Diese Männer sind in meinem Land nicht willkommen. Lass es sie wissen. Das hab ich vor. So, wir ist nochmal von vorne, aber egal. Ich geb dir Rückendeckung. Oh, die Wallerei geht wieder los. Ganz ruhig, Jungs. Wieso müssen die eigentlich alle gepanzert sein? Ich hab ihn. Warum müssen die alle gepanzert sein? Boah, das riecht mich gerade echt auf. Du auch weg. Kein Problem, ja. Das macht man doch mit links. Einer umgelegt. Ja,
Loser-Gruppe. Hab eine Kornivorratskiste entdeckt! Wie wenig Munition hab ich denn bitte? Was habe ich vor, Echo? Einer weniger. Ist es nicht eigentlich auch komisch, dass ich nur MW2-Waffen bekomme bei einem MW3-Game? Egal, fragen wir das einfach mal nicht. So. Feuerschutz! Na, will sich noch jemand anschließen? Sieht aus, als hätten sie deine Spur verloren. Soweit Conny formiert sich neu. Keine Zeit zum Ausruhen. Ja, chill, Alex. Makarovs Männer werden hier mit seinen Opfern sterben. Sie bekommen, was sie verdienen. Wenn wir sie nur zweimal töten könnten. Der, hör auf, dich zu bewegen. So, war wohl der Letzte. Ach, doch. Conny schickt Verstärkung ins Feld. Weich dich drüber in deiner Verstärkung. Sieh dich genau um. Roger, gut gesehen. Digga, ist die KI dumm. Guck dir das an. Conny hat noch jede Menge Reserven. Vorsicht. Ja, Reserven, klar. So, warte mal. Nachtsichtgerät ausmachen. Hier hat jemand seinen Koffer verloren. Hab ein Handy gefunden. Wird gelesen. Hoffe, es hilft. Schwer zu erkennen. Schreie auf Arabisch. Kann man das im Internet ängstliche dann Passagiere machen? Dann bricht es ab. Bitte stellen wir es im Internet. Könnte sich lohnen, sie zu durchsuchen. Verstanden. Warte, ich brauche eine Waffe. Hier ist nichts! Waffe. Ich versuch's vor... Greif an! Fahrer, warum schreist du so? Wirklich, diese Open-Combat-Mission, das ist doch einfach nur lächerlich. Hier. Sie wollten es wirklich versuchen, aber sie haben es halt komplett versaut. Sie formieren sich draußen neu. Pass auf. Alex, tu erstmal deinen Job hier. Dann kannst du weiterreden. So, oben ist die Kiste. Nochmal eine Sniper. Geil. Also, es ist nicht wirklich eine Sniper, sondern so ein Jagdgewehr. Ich habe ein Signal in der Nähe. Da muss irgendwo ein Handy sein. Bestätigt. Ja. Das posten wir das dann alles im Internet. Und dann werden wir reich, weil wir geile Terroristen-Videos hochgeladen haben. Hab noch eins gefunden. Was siehst du? Ich sehe eine Frau mit einer Waffe. Samara. Sie gehört zu meinen Leuten. Bist du sicher? Ja. Sie würde das nie tun. Pfarrer, Menschen verändern sich. Dein Bruder. Das ist was anderes, Alex. Hoffentlich. Mal sehen, was du sonst noch findest. Stimmt, da gab's ja die Story mit dem Bruder. Haben wir im Raid beendet. Der ist ja jetzt tot. Greif an! Ey, nicht wegrennen! Conny formiert sich neu. Keine Zeit zum Ausruhen. Feind abgeschossen. Okay, ich nehme alles zurück, was ich zu Alex gesagt habe. Signal aus den Trümmern dort, Fahrer. Er ist cool. Bestätigt. Er ist richtig geil. Ja, gucken wir mal weiter. Achtung, Fahrer. Conny-Verstärkung ist zu deiner Position unterwegs. Sag mal, wie viel Verstärkung haben die denn? Soll irgendwas sein? Ach, vielleicht hier. Ja. Ich sehe meine Soldatin Samara in einer Bombenweste. Das ergibt keinen Sinn. Erst eine Waffe, jetzt eine Weste? Sie sieht ängstlich aus. Sie will das nicht tun. Wir wissen beide, dass die Welt es anders sehen wird. Makarov will, dass die Welt das sieht. Das müssen... Greif an! In Ordnung. Das Fallgerät empfängt ein Signal. Muss die Blackbox sein, Kilo. Such weiter. Treffer. Vor allem müssten diese ganzen Handys nicht eigentlich schon aus sein? Oder kaputt? Oder eins von beiden? Weil
als ob diese Handys alle so Hacker sind. Eliminiert. Weil die müssten doch noch an sein, damit man sie hacken kann. Naja, wir müssen den Flugschreiber finden. Den Flugschreiber? Du hast dir Zeit verschafft, aber es nähern sich weitere deiner Position. Naja, dann passt doch alles. So. Kann man noch Überreste von Samara sehen? Nein, das ist nicht witzig. Denn die waren Bombenleger. Das Gebäude ist schwer bewacht. Der Flugschreiber könnte dort sein. Was hat er mit seinem Flugschreiber? Sie schicken mehr Verstärkung. Ah, bist du der Flugschreiber? Alex, ich habe den Flugschreiber gefunden. Flugschreiber gesichert. Conny darf ihn nicht der manipulieren. Der Flugschreiber. Ich grille die Box. Bist du sicher, Pfarrer? Ja. Bist du auf meiner Seite? Immer, Kilo. Lösch alles. Warum sollte er es nicht tun? Mehr brauchen wir nicht, Pfarrer. Das Gebiet ist sauber. Das finde ich eine behinderte Frage auch. Wir treffen uns am Infiltrationspunkt. Verstanden, Commander. Kann ich mir den Weg gefahren? Okay, ich fahre nach Hause. Kilo, ich habe ein Problem. Okay, was ist los? Conny nähert sich meiner Position. Sie haben mich entdeckt. Moment! Alex, wo bist du? 3-1, bitte melden. Echo, 3-1, hörst du mich? Ja, Verdigger. Kontakt! Greif an! Runter! Oh, Alex. Oh. Kannst du dich nicht mal selbst wehren? Sagt, wie geht's da? Was? Was ist jetzt passiert? Alex wurde getötet. Digga, Alex! Bist du jetzt so blöd, um deinen eigenen Arsch zu sichern? Junge! Jetzt muss ich auch noch auf Alex aufpassen. Digga, bin ich irgendwie seine Mutter? Was erwartet denn das Spiel? Ist das bescheuert? Mehr brauchen wir nicht, Pfarrer. Das Gebiet ist sauber. Gebiet ist sauber. Verschwinden wir. Wir treffen uns am Infiltrationspunkt. Verstanden, Commander. Ach, Mann, Alex. Wirklich. Du hast in MW1 alles alleine gemacht. Und jetzt kriegst du nicht mal sowas hin. Guck dir das an. Oh, Alex, bist du ein Honk? Du bist so ein Honk. Und dann darf ich nicht mehr fahren. Lächerlich. Was jetzt? Wir müssen herausfinden, wo diese Conny herkamen und wo sie hinwollen. Du musst sie verfolgen. Greif sie nur im Notfall an. Ich halte mich auf Distanz. Lass dich diesmal nicht erwischen. Kann ich nicht versprechen. Eine frühere ULF-Soldatin mit einer Sprengweste in einem russischen Flieger. Sie zwangen sie, da bin ich sicher. Samara, eine gute Kämpferin. Sie stieß während der Besatzung zu mir, aber ihre Familie ging vor. Was war an der Absturzstelle? Sie haben Beweise gegen uns platziert und den Rest eingesammelt. Wir töteten viele und nahmen die Handys. Und die Blackbox? Hab alles gelöscht. Schlau. So kann Makarov nicht die Wahrheit verdrehen. Wenn Conny-Agenten an Bord waren, sind sie irgendwie entkommen. Makarov hinterlässt keine Spuren. Manche werden glauben, die ULF sei verantwortlich. Dank dir gibt es keine Beweise. Man wird spekulieren, aber du hast Makarov gut ausgespielt. Das genügt nicht. Alex verfolgt Conny. Wenn sie in Urzikstan sind, findet er sie. Verstanden. Wenn ich mich mit 141 treffe, wirst du erfahren, was wir wissen. Und Farah? Ja, Liz Will? Tut mir leid wegen Samara. Mir auch. Wie hattet ihr euch? Sind noch hier. Meine Brüder. Wie geht's dir, Genosse? Jetzt besser, Captain. Verschissene Ultranationalisten. Security-Aufnahmen vom Flughafen. Er hatte einen Boardingpass für Flug 761. Falscher Pass. Oder Insider-Job. Wohl eher. Er ging einfach durch. Das war ein Spaziergang. Scheiß Makarov. Was haben Farah und Alex? Nicht genug für Beweise. Dieser Bastard bestückt amerikanische Raketen mit Chemiewaffen und tötet eigene Leute. Zivilisten. Und die Schuld gibt der Farah. Und den USA.
Ihr spielt mit dem Feuer. False Flag Operation. Er will Krieg. Ost gegen West. Der Titelkampf. Fällt die Welt darauf rein, Kate? Es fehlt nicht mehr viel. Wir hatten ihn schon in der Scheißhand. Wir hätten ihn damals töten sollen. Was hielt euch ab?